Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. In der letzten Folge. Was ist denn immer wieder los? In letzter Zeit verspreche ich mich ja recht häufig am Anfang der Folgen. Das ist sehr merkwürdig, könnte aber daran liegen, dass ich heute eventuell etwas unkonzentrierter bin und dass das hier alles aus einer und derselben Aufnahmesession kommt, eventuell, vielleicht, könnte sein. Wie dem auch sei. In der letzten Folge haben wir also mit Michael und Franklin hier den fetten Bruch durchgezogen, was ziemlich geil war. Und im Anschluss sind wir irgendwie hier zu Trevor geschaltet, der jetzt also offensichtlich weiß, dass Michael noch lebt. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde und jetzt muss ich auch noch gehen. Das ist höchst unprofessionell heute wieder, aber ne? Entschuldigt mich einfach mal. Sieht es so, ich war heute Nachmittag Bogenschießen und das hat mich irgendwie ein bisschen angestrengt. Man mag es kaum glauben, aber dem ist so. So, wo war ich denn jetzt? Genau. Trevor weiß nun also mittlerweile, dass Mike lebt und lässt ihn jetzt ausfindig machen. Und Trevor hier ist ein ziemlich durchgeknallter Typ, der in der letzten Folge das ganze Rocker Chapter The Lost genannt ausradiert hat. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Ich vermute nämlich, dass das nicht so toll ablaufen wird. Get out of the car, Ron! Any time to think. Run! Das ist Trevors Unterschlupf. Du kannst Fahrzeuge speichern, indem du bla bla in der Garage parkst. Du kannst deine Fahrzeuge... Naja, ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Oh, toll. Oh mein Gott. Ja. Nein, Mann. Einfach nur nein. Wie kann man denn in so einem Loch wohnen? Oh, wir könnten mal erweitern. Wie waren wir? Na, diesmal bei 70%, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich möchte keine Tattoos haben. Haben wir Anzüge? Wir haben natürlich keine Anzüge. War ja irgendwie klar. Wir gucken mal, welche Outfits er hat. Irgendwas, wo er nicht so wie der hinterletzte... Es sieht halt überall so aus wie ein Hillbilly. Hat er nicht irgendwas, was ansatzweise sauber ist? Ich denke, wir wählen das aus. Das sieht ansatzweise sauber aus. Hat er vielleicht auch noch ein sauberes Hemdchen? Gut. Ich meine, es sieht zwar aus wie der hinterletzte Clown, aber immerhin ist es jetzt sauber. Oh, ein Anruf. Speak. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Ja. Klang ja jetzt nicht so gut, aber wir gehen jetzt mal raus. Wir machen dann am besten gleich mit Trevor weiter in dieser Mission. Mit der Mission. Also überhaupt. Ach, ihr wisst schon. So, wir sollen also offensichtlich zu Mr. Chang gehen. Ich sehe hier allerdings auch so ein nettes... Was steht da? Komm und mach mit bei einem der aufregendsten Geländerennen des Landes. Bring dein eigenes Fahrzeug mit und reize es bis ans Limit aus. Fahre um die Wette und... Nein. Einfach nur nein. Denn ich mache keine Wettrennen. Da verliere ich doch nur. Ich bin kacke im Autofahren. Ganz ehrlich, der Fahrlehrer, der mir jemals einen Führerschein in die Hand gedrückt hat, der gehört bestraft. Ja, jetzt wirklich. Das ist wirklich schlimm. Nun gut. Von daher sage ich einfach mal nein, danke zu diesem Rennen. Und wir fahren direkt zu dem guten Herrn Cheng. Und ich glaube, wir brauchen hier auf dem Land irgendwie ein anderes Auto, oder? Gibt's hier nicht irgendwas, das cooler ist? Nee, der hat einen Anhänger dran. Wäre zwar cooler gewesen, aber hat einen Anhänger. Das ist nicht cool. Wir könnten hier mal warten, bis eine Bahn kommt. Und dann könnten wir uns umbringen. Das war jetzt sehr düster. Naja, wie dem auch sei. Wir chatten jetzt tatsächlich erstmal zu diesem Mr. Cheng, der mit uns wohl Waffen- oder Drogengeschäfte machen will. Nee, ich glaube, Drogengeschäfte waren das. Waffengeschäfte hatten dieses Lost MC. Das könnte übrigens eine Anspielung sein auf... Verdammt, auf Sons of Anarchy? War das die Serie von Netflix? Mit den Drogen und so? Ich denke. Ja, Sons of Anarchy hieß die Serie. Stimmt schon. Ich habe schon recht. Wir sind der gute Herr Cheng.
Geht's hier oben rein zu Herrn Cheng? Es geht hier oben nicht rein zu Mr. Cheng. Und ich glaube, es ist auch ziemlich dämlich, das Auto jetzt hier auf dem Hinterhof zu parken. Aus diesem Grund packe ich es dann doch lieber wieder vorne und dann geht hier vorne rein. Also manchmal bin ich dezent verplant, besonders heute. So, nun aber. Ich suche mir wieder einen hübschen Spot. Und raus hier. Und dann gehen wir da mal rein und dann gucken wir, was hier abgeht. Jo. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. Oh. Ja, super. He's one. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. Super. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我說人是你真是太好了,你有空就加的來分為的我,這真是我人生中最美好的。I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, oh man. Let me show you the operation. Ich hoffe, dass dieser Haie-Typ da irgendwie nichts verkackt. Na gut, dann fahren wir doch mal zu unserem offensichtlichen Hauptquartier. Oh, Chefkoch wird gewählt? Well, you can't get here quick enough. Ortega's on his way with some friends. Says he's gonna take us out of business. Funny, oh. Dad. I told him the same thing just the other day. Get here and you can sell it between you two. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Cheng Sr. is very specific. He wants a good reliable source of... He wants a good reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bio-regional, locavores only. Mr. Cheng Sr. has much money. I wouldn't be the first man to throw morals out the window for a paycheck. Ach Gott, das stimmt. Das ist so beißende Gesellschaftskritik schon wieder. Und der sieht überhaupt nicht aus wie Heisenberg, ne? Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Oh, nice, right? Ample room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out! No. Super. Tour will recommence shortly, gentlemen. Okay. Did we get the guns? Yes, Chef. Help me! Oh ja. I knew we were having visitors. What is that little spring clean? Sehr nice. They really want you dead. Dann laden wir mal schnell nach. So, laden mal schnell nach. Die haben offensichtlich nicht so viel Munition dabei. Ich muss jetzt also immer ein bisschen besser aufpassen.
Wir laden wieder nach und jetzt holen wir uns den da vorne. Halt. Dann eben den. Und dann den. Und dann den. Was liebt denn der noch? Und dann den. Jetzt kommen noch mehr, oder was? Das ist ja echt nicht so einfach. Dann gehen wir halt mal hier hoch. Ich hoffe, dass uns jetzt Mr. Changs Sohn irgendwie nicht hops geht. Das wäre, glaube ich, etwas problematisch. Ja, ist ja alles kein Problem. Wir machen die platt. Was? Dich habe ich doch gerade erschossen. Bist du ein Zombie? Jetzt gibt es also hier auch schon Zombies. Liegt bestimmt an den Drogen. Moment, wir ducken uns lieber mal wieder. So langsam wird die Munition knapper. Wir haben schon die Hälfte verschossen. Das ist etwas problematisch. Was ist das denn? Ist das ein Granatwerfer? Jo, ich würde sagen, wir machen einfach jetzt mal kurz einen Prozess. Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, so ein Teil zu nutzen, dann machen wir das. Und ich glaube, damit wurde wieder ein Problem gelöst. Wir schalten wieder um. Und holen uns diesen hartnäckigen Typ da noch. Oh. Halt, sollte ich jetzt irgendwie runtergehen? Ja, ich sollte runtergehen. Folge dem Chefkoch. Hallo, Chefkoch? Wo bist denn du hin? Ach, da geht's runter. Ja, super. It's Ortega! Turbo! It's me, Ortega! You alive, you punk? Hey, you alive? Wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Nehmen den Granatwerfer. Und ich denke, damit haben wir jetzt schon mal ein ziemlich großes Problem gelöst. Wieder zurück. Na, haben wir hier nicht noch zwei? Na, kommt raus. Na komm schon, mein Freund. Sag keine solche Pussy, komm. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alle erwischt. Jo, dann mal ab zur Kühltruhe und dann gucken wir mal. Die haben wir auf Eis gelegt. Okay. Ja, wir waren mit 63% ganz solide. Ich bin ja immer glücklich, wenn wir schon über 50% sind. Insofern ist alles gut und ich denke, wir haben hier dann auch so ziemlich alles abgegrast, oder? Wollen wir jetzt mit Trevor wirklich noch weitermachen oder wollen wir nicht mal gucken, ob wir hier noch... Hier ist noch eine Freaks and Fremde Mission. Wisst ihr, was wir jetzt einfach machen? Genau, wir gehen da jetzt einfach mal hin zu diesem Freaks and... Jupp. Fremde und Freaks. Genau, Wegpunkt bitte setzen. Und dann machen wir jetzt noch das und danach werde ich dann die Episode wieder beenden. Wir haben ja echt viel gemacht jetzt. Also, ich glaube, wir können uns die letzten Folgen echt nicht beschweren. Ging gut voran, auch mit der Story, also bin ich sehr glücklich drüber. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie so ein Rennen ist oder sowas. Das wäre irgendwie dezent uncool, denn darauf habe ich echt keine Lust, denn ich bin tatsächlich der Weltbeste. Der Weltbeste?
Nein, der weltschlechteste Fahrer in GTA. So, was ist hier los? Dann gehen wir mal rein. Und gucken mal. You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... Oh, oh, der weiß wohl nicht, wer er ist, huh? What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old! Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where sorry. Were we on, exactly, up, dude, huh? Get up. Ah. I'm sorry, man. We're help, sorry. Man. Help! There's a guy with a gun! Randale? Neutralisiere 15 Hinterwäldler? Den jetzt ab. Ich habe unendlich Munition, oder was? Ach du Schande. Ja, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Ich glaube, wir sollten uns trotzdem mal ein bisschen in Deckung begeben. Denn sonst sind wir gleich ziemlich tot. Die kommen nämlich von überall. Ah. Oh Mann, nein, 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 der schießt uns hinten einer rein. Nein, nein, nein. Nobody talks about my mother. Kommen denn die plötzlich her? Ist hier irgendwie gerade das Mitgliedertreffen vom Ku Klux Klan? Wo sind denn die ganzen Heinis? Yeah. Ich denke, das lief doch ganz ordentlich. Yay. Oh. Wertung 1 von 3. Naja, gut. Ich denke, wir können trotzdem zufrieden sein. Was ist denn... Ach, das ist tatsächlich passiert? Oh. Why you bequeath me this vehicle? Ja, wir könnten jetzt eigentlich nochmal gucken, was Franklin und Michael so zu tun hätten. Denn Trevor ist mir ein bisschen unheimlich. Dezent unheimlich. Deshalb gucken wir mal ganz kurz. Wir hätten eigentlich mit... Wir machen mit dem jetzt noch ein bisschen was. Der hat hier drei so Missionen und dann ist gut. Michael und Franklin sind nach dem... Oh. Kein Wechsel möglich. Ach, das ist ja doof. Schade. Dann werden wir jetzt einfach nochmal weiterfahren und wir gucken nochmal auf die Map und machen die nächste Freaks & Fremde Mission noch. Na? So, hiermit ausgewählt. Und dann chatten wir da hin und wenn ich das dann erledigt habe, dann... Oh, und schon sind die Cops da. Nichts wie weg hier. Wobei, die waren offensichtlich nicht wegen mir hier. Oh. Moment, das Auto ist viel schöner. Das hat auch viel mehr Scheinwerfer. So, raus mit dir. Was war da? Habe ich jetzt nicht mitbekommen?
Oh ja, die hassen mich. Ich glaube, jetzt werde ich von ihnen verfolgt. Ah ja, schön. Hier auf dem Land, da ist einfach noch alles anders. Die kümmern sich noch selbst um ihre Probleme. Sag mal, liegt das drauf an? Hat hier denn jeder eine Pistole dabei? Ist doch kein Problem. Das ist doch alles kein Problem. Wir haben immer ein geländegängiges Fahrzeug. Wir können ganz easy peasy flüchten. Ja, oder auch nicht, ne? Und weil wir voll die klugen Typen sind, gehen wir doch lieber wieder runter von den Schienen. Habt ihr den Hund gerade gesehen? Dem hat das wohl nicht so sehr bekommen, auf den Schienen zu sein. Ich halte mal ganz kurz ein bisschen Abstand, denn da vorne ist noch so ein Copcar. Kommt doch gerade ein Heli? Hier kommt doch jetzt kein Heli, oder? Haben die mich gesehen? Die haben mich nicht gesehen, ne? Wunderbar, und schon sind wir wieder raus aus der gesuchten Liste. Oder Fahndungsliste ist natürlich der korrekte Begriff. Oh. Noch ein viel besseres Auto. Dann gleich mal rein. Ich glaube, das ist das passende Auto für Trevor. Völlig übertriebene große Protzkarre. Ich glaube, das passt. So, wir machen es wieder aus. So. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass jeder weiß, dass die Pizza aus Italien kommt. Das ist ja die türkische Pizza. Die kommt aus der Türkei, aber ansonsten, ja. Ne, ihr wisst. So, dann chatten wir hin. Und dann gucken wir mal, was hier diese verrückten Hillbillies eigentlich noch so von uns wollen. Keine Ahnung. Das sind schon ein paar durchgeknallte Typen. Allerdings sagt mir die Zeit, dass wir mittlerweile bei 22 Minuten sind. Was wiederum bedeutet, diese Hillbilly-Mission machen wir erst in der nächsten Folge. Und deshalb stoppe ich hier jetzt einfach mal und verabschiede mich von euch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein und ich wünsche euch was. Und ciao.